So, da sind wir wieder. Zockerzone spielt Resident Evil 5. Ja, heute ist unser erster Aufnahmetag von zwei in Folge. Also heute aus der Ferne. Wir haben einen richtigen Lauf quasi. Einen kleinen Ausflug ins Resident Evil Land, dass wir zumindest für morgen schon mal was haben. Und wir haben unser Inventar gecheckt, wir sind bereit. Genau, und dann geht's auf fertig und möglichst viel erreichen in dieser Folge. Mal gucken, was passiert. Der alte Ashford. Ja, hatte ich auch. Oh nein, wie sehen wir denn aus? Oh. God damn it, Wesker. He's actually serious about destroying the entire planet. Also unser Leben ist ja, wo wir hier. Ich nehme mal direkt unsere Heilung. Ja, also. Das geht ja so nicht weiter. Hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge schon mal gesagt, dass es ein bisschen nervt, dass man das nicht. Dass man es nicht sieht, ne? Im Menü. Genau, dass man sagt, okay, dann nehme ich mir extra ein bisschen was mit. Dass man sich da schon mal heilen kann. Scheinbar zu viel. Nee, das ist echt blöd. Das verstehe ich nicht. Das kann ich einfach nicht verstehen. Wait. An assault bomber. When Jill said Wesker was planning to spread Ouroboros throughout the world. He's planning to use this to spread it. Wesker, there he is. Come on, let's go. Jill, are you all right? I'm fine. Don't worry about me. Just listen carefully. There's something I need to tell you. Wesker's superhuman strength. It comes from a virus. But the virus is unstable. In order to maintain a balance, he must inject himself regularly with a serum. So if he cut the supply of serum, he loses his strength? Affirmative. But he just took a dose, so it's gonna be a while before he needs another one. Damn. Listen, Excella said that the amount administered has to be precise. So if he injects too much, it should act like a poison. I think she used a serum labeled PG-678W. PG-678W? I'm gonna try to find a way to escape. You need to find that serum. Excella always kept it with her, and in her attaché case. Jill! Come in! Jill! Shit. Chris, this is it. Let's give it a shot. Was soll bloß ein Aktenkopf sein? Was? Ein Aktenkopf. Also haben wir jetzt eine Geheimwaffe gegen Wesker? Ja, wie wir doch im Grunde schon Deathcrate herausgefunden haben, kann er Medizin in höherer Dosis tödlich sein. Richtig. Schönes Crossover, Hoffi. In unser anderes Projekt. Haben wir immer noch dasselbe Ding? Spencer gründet gemeinsam? Ja. Oh, heftig, wir sind synchron. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Jawohl, so viel zu dem grusamen Resi-Teil für heute. Oh nein. Nein, nein. Was ist das denn? Ach, der hat eine Maske an. Ah. Ja. Ba-bam. Ah, da ist noch. Oh, da steht einer. Mit einem. Ach, der wird weggebrannt. Okay. Hast du auch. Ist da noch einer irgendwo, oder? Auf der gegenüberliegenden Halle war einer, aber da ist hin. Okay. Müssen wir. Ach, wir müssen hier aufs Timing achten, ne? Oh. Timing? Okay, das ist. Oh. Ach, da unten steht noch ein Piefke. Gut. Ja, das ist der Typ, weißt du? Ja, ja. Der immer kommt, wenn man da runterspringt. Der Lutscher. Ist ja ausgelutscht. Oh, da hat der Lutscher was? Das ist doch so ein Knödel, ey. Bam! Oh, die fallen eben schnell um, ne? Hast du auf leicht eingestellt oder so? Wir spielen immer auf leicht. Wir sagen nur, dass wir es auf schwer spielen. Ach, stimmt, ja. Nein! Jetzt ist es rausgerutscht, okay. Das muss das Bier gewesen sein, was ich mir zum ersten Mal seit Ewigkeiten habe. Scheiße, Mann, ey. Wir haben das Image so lange, so gut aufrechterhalten. Richtig, so gepflegt, das Image. Und irgendwo jetzt ein Gegner. Bier kommt ein verdammtes Bier. Und er löst sich auf. So, da ist also die dicke, fette Tricell-Tür. Die wollen wir erstmal aufmachen.
Nee, das AI will ich das gar nicht. Nee, wollen wir die aufmachen? Wollen wir hier Schluss machen oder was? Ich gehe direkt schon mal auf Pump Action. Gute Idee. Ich gehe auf Hebel Action. Bam! So. Okay. So, ich höre den schon brubbeln. Rücken an Rücken, verteidigen wir jetzt hier diesen Hotspot, ey. Oh, Granate hinter dir, auf dir! Oh. Wo auch immer die herkam. Wo bist du? Ich finde dich nicht. Hier, hinter dir, ich bin hinter dir, hinter dir. Oh, da ist ein Typ! Nimm den, hinter dir ist auch einer! Oh! Den schnapp ich mir. Ja, mach du den, ich renn zum anderen. Okay. Wow, das ging nicht gut. Aber nicht wirklich unsere Schuld. Das ist der nächste. Schön. Alter, was ist denn hier los? Ich sehe das nicht mit den Granaten. Oh, da hinten stehen da zwei Stücke, okay. Da war rechts auch neben dir einer, aber der ist. Oh, hier kommt einer. Oh, alter Schwede. Alter Schwedinski, geht gut. Geht gut los, ey. Das war die Stelle, die wir immer mal wieder erwähnt haben, wo ich dachte, wir kämpfen als nächstes gegen Wesker. Wo Hoffi dann immer mahnende Worte hat verlauten lassen, zu Recht. Wobei das ja hier noch der freundliche Part eigentlich ist. So viel dazu. Ah, da ist ein grünes. Oh, da ist mal eine Granate geflogen und da ist auch ein grünes Kraut. Oh, ich ballere noch was. Da oben. Okay, da oben steht einer. Ah, das ist der Granatenheinz. Nicht geballert. Irgendwo ballert er doch gerade. Ja, ich sehe es da unten. Auf dem Steg und Monitor aufgegangen ist. Ach ja. Hol ihn weg, Mann. Ich finde ihn nicht. Ich sehe sie nicht. Schießt ihn ins Bein. Okay, einer ist weg. So, der andere ist auch weg. Da ganz hinten steht noch einer. Da gehe ich gerade rauf. Oh, der schießt trotzdem noch. Oh. Hat auch noch einen Schreibstoff bei mir gemacht. Schnell rauf da. Ach, jetzt habe ich. Hast du ihn, sehr gut. Puh. Ja, ich muss mich daran erinnern, dass ich hier nicht unendlich schieße. Oh, da schießt doch schon wieder was. Mit dem Sniper. Hast du deine Magnum dabei eigentlich? Ja, ja, klar. Gut. Ohne Digi verlasse ich nicht das Haus. Das ist eine gute Idee, gute Einstellung. Ach, der ist runtergefallen. Juhu. Kann man da TMP-Moneten? Ach, die Karte. Ich dachte die ganze Zeit, oh, wieso ist denn hier keine Karte? Ah, danke. Ja. Und ich komme nicht von der Wand weg. So. Da irgendwas. Nein, sie verschwinden. Rakete! Ui. Ich habe mich aber nicht erwischt. Nee. Lucky. Ich finde ihn nicht. Wo steht er? Ich sehe ihn auch nicht. Ich habe ihn. Ah, mir hängt der Kokon im Weg. Hast du jetzt aufgehoben, die Muni? Nee, sie ist verschwunden, direkt um meine Fresse. Ah, habe ich zu lang gebraucht. Wollen wir rüberspringen? Ja. Okay. Aber warte mal, ich habe eine Brandgranate. Da oben ist ein Typ! Ich sehe ihn nicht. Rennt der rum, oder zwei, was? Zwei, ja, Granaten, Raketenwerfer! Patient? Nee, er steht noch auf. Raketenwerfer ist tot. Das noch, fall doch! Das sind beide hin, ja. Okay. War's das? Nee, die Mucke ist noch dramatisch wie. Oh, da oh, kommen sie, zu zweit hier. Oh ja, ich seh's. Da, die Treppe hoch. Was für die Leiter? Wo ist der andere hin? Ich sehe ihn nicht mehr, er ist da hinter die Säule gefallen. Oh, jetzt noch einer. Den meinte ich, genau. Das dürfte aber gewesen sein. Okay, ich geh mal hoch zu ihm. Zwei Stück, drei Stück. Jo. Alter Schwede. Hast sie weggepumpt, die Jungs. Da hörst du wieder brüllen. Arsch. Alter, wir schießen, Sack. Nicht mit mir, nicht mit Mama. Du machst die ganze Action, Hoffi. Alles deins. Ah, da hinten ist ein grünes Kraut. Cool. Können wir mal ein bisschen durchatmen. Ich schnapp's mal, ne? Ich bin direkt bei dir. Gut. So. Oh, da hinten ist noch was zum Aufheben. Ah! Maschinengewehr unten! Okay, so. Können wir zur anderen Seite rüber? Ah, ne, geht ja gar nicht so einfach, ne? Muss man durch das Becken, ne? Oh, ich hab Magnum-Munition für dich. Cool. Ich höre irgendwo was rumrennen. Ja, ich glaube hier unten kann das sein. Ah, das ist gut möglich. Sehe aber nix. Ich renne mal da drüben zur anderen Leiter. Wegen der Säule. Okay. Der Lichtsäule? Oh ja. Yeah. Hier ist so. Aber friedlich gerade bei mir. Noch ja, eine Lichtsäule. Gar nicht, warum die Musik hier so abgeht. Ich spring mal auf der anderen Seite runter.
Hier ist auch alles friedlich. Oh ja. Oder vielleicht einfach, weil es noch eine angespannte Situation ist und wir jetzt was betätigen. What? Ja, der Hebel wird dann gleich genau die nächste Welle womöglich, auslösen. Womöglich. Scheiße, ey. Aber ich habe mir ein bisschen Sniper Moon aufgespart und du hast die Magnum und dann kriegen wir das hin. Ich lade nochmal durch hier. Ach, und das war ja gar nicht so ohne, ne? Jetzt kommt erstmal was anderes noch so. Okay. Bist du bereit, Hoffi? Andere Seite? Ich bin so aufgeregt. Okay, Mann. Umdrehen nicht vergessen, ne? Ja, ja. Wollen wir ein bisschen dann zurückrennen oder? Ich weiß es noch nicht so. Okay. Da sind sie! Ja, ja. Komm, mach dein Ding auf. Ja! Ah, der lebt noch. Das war's. Okay. Oh nein, ich habe ihn nicht getroffen. Komm, mach ihn auf! Jawohl! Ich mach mal kurz Renni. Er ist offen. Ja, wunderbar. Nein, er lebt noch! Nein! Scheiße. Ja. Das hat er gut überstanden, ey. Geht ab. Ja, endlich, ey. Boah. Aber lief trotzdem gut. Ja, ich habe noch einen Schuss für meine Superwaffe. So. Wollen wir noch einen weiteren nach hinten gehen, oder? Ja. Safe is safe. Oh, hier krieg ich aber keine Wanddeckung. Egal. So was muss man denn jetzt noch machen? Ja, jetzt kommt doch gleich was angelaufen. Ja, aber... Achso, wir haben automatisch, okay. Wollen wir uns auf einen konzentrieren, oder? Erstmal den roten? Okay. Oder vielleicht, dass wir beide einen nehmen, dass sie nicht schießen können. Ich gehe auf den roten jetzt. Okay. Oh nein! Crap! Ich bin mal kurz auf Pump-Action gegangen, ne? Jo, gute Idee. Oh, ich bin geflasht. Arschloch! Kommst du rüber zu mir? Jo. Oh, hinter dir! Die Säcke! Da steht da, der Typ! Pump ihn weg, Digga! Ja, ich bin dabei. Boah, Alter, kommen die an, ey! Was können wir gegen die ganzen Kleinen denn machen, ey? Puh. Ja, ich glaube, wir müssen gleich schon voll auf Distanz einfach raufrotzen, was wir haben. So. So, dann hier gebe ich dir mal deine TMP-Muni. Oh, ich habe mir schwan Böses. Ich hoffe, wir starten an dem Tor. So, ich nehme mal Health mit. Und vielleicht auch mehr als eins. Gucken. Habe ich auch noch was ein? Habe ich noch was? Ja, ich nehme auch noch mal hier ein doppelgrünes. Ja, vielleicht für die vielen kleinen Gegner, vielleicht raketenmäßig abgehen oder so? Mit deinem Granatwerfer vielleicht einen rein? Das könnte man eigentlich mal ein bisschen. Pass auf, ich gehe mal in den Shop. Oder Stun ist auch gar nicht so schlecht gegen die vielen. Ja, komm, ich gehe jetzt in den Kauf und kaufe ein paar. Säuregranaten. Explosive. Genau, weil ich könnte auch welche geben, wenn du willst. Also 12 Stück? Ich hätte nur 8. Das kommt mir nicht in die Tüte. Ich nehme auch noch Granaten mit und dann schmeiße ich die auch vielleicht. Dann kriegen die einfach dickes, ey. So, ich geh so fertig. Bam, ich bin dabei. Ah, fair. Das ist fair. Auf jeden. Okay, die beiden Viecher nochmal. Aus irgendeinem Grund habe ich die fucking TMP-Munition nicht dabei. So. Oh, das können wir ja skippen. Das kennen wir ja schon. Ist eh nicht spannend. So. So, mach halt auf, der Dingen. Jawohl. Warte am besten ab, bis das Ding da ist, genau. Gut. Okay. Oh. Der hat gerade zugemacht. Jawohl. Alles, du bist sicher. Jawohl, das wird doch noch besser.
Der macht keinen Schaden mehr, okay. Okay. Dann gehe ich direkt auf meinen Granatwerfer. Und ja, ich versuche dann die... ich hau den Schusser raus, ey. Ich drehe völlig... Jetzt mache ich hier Krieg. Rambo, okay. Bleibst du da vorne, oder was? Na, ich hab dann wenigstens... Ja, muss aber nicht sein. Warte, ich komm. So. Puh. So, Hoffi, du zündest dann gleich die Atombomben hier, okay? Und ja, ja. Ich gehe dann gleich mal auf einen der beiden. Einen guten Schussspalt. Jetzt hätte ich gerne das Sniper mit der größeren Auflösung. Oder mit dem besseren Zoom. Ich schieße auch mal für den Spacken. Stirb! Einer ist tot. Andere ist auch in den Knien, immerhin. Pass auf! Ich kriege ihn nicht. Ich bin da, ich bin da. Die sind alle hier. Umdrehen. Links neben uns ist so ein Typ. Ja. Okay, er ist futsch, irgendwie. Waffe wechseln. Aber hier bin ich sicher, hier kann er mich ja nicht treffen. Er geht zum Glück auf dich. So, Butterfly. Ab dafür. Bam. Er ist tot. Oh, jawohl, yeah. Butterfly, ja, ja, da war sie. Da war sie, die Butter. Komm rüber. Was schmeißen die denn da? Granaten oder was? Ja, scheinbar. Das war ein Gegner. Oh, sind noch ein paar mehr Gegner. Ja, irgendwie war halt ich ja nicht so schlimm in Erinnerung, ey. Da ist ein Metzeldingen. Also hier so ein, wie heißt das denn? Ja. Hier so ein Uroboros-Gedöns. Ich loote schon mal. Ja, wir haben es geschafft. Woo! Das war eine schwere Geburt, ey. Oh ja. Magnum Moon bei mir? Für dich? Bei dir? Jo. Cool. Von dir hat er eben gerade auch schon Magnum Moon gefunden. Perfekt. Hast du ein bisschen Gewehrmunition? Nee, du hast direkt mal nachladen hier. Bam. Mehr Magnum-Munition dabei als Gewehrmunition. Pump-Action, ja. Und Pump-Action auch noch. Oje. Coole Sache. Wollen wir uns aufteilen? Da kommt ja, glaube ich, jetzt nichts mehr. Dann können wir effektiv looten. Obwohl, hier oben gab es doch gar nichts mehr, ne? Dann müssen wir ja wieder runter und durch, ne? Richtig, genau. Da ist dieses Teil weggegangen. Ist auch ein grünes Kraut. Oh ja, Kartenschlüssel. Ah, wir haben ja wieder zwei Karten, die wir brauchen. Also eine hatten wir schon aufgehoben. Von den beiden Schalupnis da, ne? Genau. Den Chaingun-Heinis. Ja, bevor Kommentare kommen, wir wissen, es gibt ein MG, auf der anderen Seite wohl. Hier liegen drei Blendgranaten. Okay, vielleicht. Ich bin voll. Ah, ne, kann Pistole nachladen. Ist hier oben auch noch was? Säuregranaten. So. Kannst du erst mal mitnehmen? Die kann ich mir gleich dann reinladen. Leider. Ah doch, kann sie wohl mitnehmen. Achso, aber auf welche Kommentare wolltest du eingehen? Ja, weil man hier ja ein stationäres MG hat. Genau, ein Geschütz hat, was man. Also nur eins, leider, wenn ich das richtig sehe. Was hast du das eine? War es nicht auf beiden? Nur auf einer Seite. Aber ich sehe jetzt auch echt nur eins, ja. Genau, aber ich weiß nicht, wie man da hinkommen soll, ohne da auf dem Weg dahin weggemetzelt zu werden. Ja, nee, weiß ich nicht. Finde ich auch nicht die. Wenn man es kann, vielleicht. Oh, würde mich mal interessieren, ob da andere Mitspieler oder andere Zuschauer da vielleicht andere Erfahrungen gemacht haben. Come on! Jawohl. Haben wir jetzt einen Checkpoint? Oh, wie ängstlich sie beide in den Gang reingucken, ne? Something doesn't feel right. Hier muss es doch einen Checkpoint geben. Yeah, I hear ya. Don't let your guard down for a second. Okay. Oh, eine Party-Laune. Nicht wirklich. Your plans are finished, Wesker. There's no way out this time. Don't you two ever tire of failing in your mission? You've really become quite an inconvenience for me.
by unleashing Ouroboros. Every day, humans come one step closer to self-destruction. I'm not destroying the world. I'm saving it. So viel zu dem Checkpoint. Ja, aber da wird er auf jeden Fall ja anmachen, hier nach der Sequenz. Du willst ja auch nicht jetzt noch komplett legen, oder? Nee, ich weiß nicht, wie wir jetzt pausieren können. Wir können jetzt gar nicht in Ruhe. Wir rennen einfach mal weg. Machen wir die Abmoderation in wegrennender Weise. Während wir fliehen, hallo! Hallo! Nee, also ich würde sagen, das große Finale, also. Ich glaube, das wird die nächste Folge ist durchaus die letzte Folge. Das könnte es echt sein, ja. Vielleicht auch einen Tacken länger, aber. Ja, vergesst nicht einzuschalten. Ja, Merley postponing the inevitable. Aber der Kampf war ganz cool in der Cutscene. Ja, also da hat mich so ein bisschen an Equilibrium erinnert mit diesen Namen. Ja, mit Gun-Cutter. Gun-Cutter, genau. Auf jeden. Oh, nee, aber habt ihr ja schon, habt schon Vorgeschmack darauf? Ich hab einfach gespielt, Resident Evil 5. Und mach bloß aus. Okay, bis dann, Leute. Ciao.